Kennt ihr eigentlich Fritzi? Fritzi ist eine Schnecke und wohnt in ihrem Haus bei uns auf dem Kindergartengelände. Allerdings hat sie ein großes Problem. Ihr Schneckenhaus ist ihr viel zu klein geworden. Sie ist schon lange auf der Suche nach einem größeren Haus. Aber egal, wo sie hinkriecht, ob über hohe Erdhügel oder durchs Gras, sie findet nirgendwo ein größeres. Alles, was sie findet, sind die Sachen, die die Menschen weggeworfen haben. Bananenschalen, leere Flaschen und einmal sogar einen Luftballon. Und ehe sie sich versah, flog sie wie ein Heißluftballon davon. Die Landschaft unter ihr veränderte sich. Die große Stadt, in der unser Kindergarten steht und die alle Duisburg nannten, wurde immer kleiner und kleiner. Nach einer langen Reise merkte sie, dass der Ballon an Luft verlor und sie tiefer und tiefer sank. Sie konnte das Meer sehen und hoffte, dass sie am Strand und nicht im Wasser landen würde. Aber Fritzi hatte Glück. Sie landete im Gras in einer Düne und beschloss erst einmal zu schlafen. So erschöpft war sie von ihrer Reise. Als sie wieder aufwachte, stand ein komisches Tier vor ihr. So eines hatte sie noch nie gesehen. "Wer bist du?", fragte Fritzi. "Ich heiße Bobby und ich bin eine Krabbe. Aber ich habe dich hier auch noch nie gesehen. Wo kommst du her?" Und Fritzi begann zu erzählen vom Kindergarten, von ihrer Suche nach einem neuen Haus und ihrer Reise mit dem Heißluftballon. Und auch Bobby hatte viel zu erzählen. Fritzi war nämlich an der Nordsee gestrandet, dem Meer, wo es Ebbe und Flut gibt. Bei Ebbe verschwindet das Wasser und die trockenen Flächen nennt man dann Watt. Und nach circa 6 Stunden ist das Wasser wieder da. Das ist dann die Flut. Die beiden verbrachten viel Zeit miteinander und dann hatte Bobby eine Idee. Als wieder einmal Watt war, ging er los und kam mit einem leeren Muschelhaus zurück. "Hier, Fritzi", sagte er. "Vielleicht kannst du ja in dieser Muschel wohnen." Fritzi testete das Muschelhaus und fühlte sich sofort wohl darin. Sie beschloss, noch ein bisschen Zeit bei Bobby an der Nordsee zu verbringen und später würden sie gemeinsam überlegen, wie Fritzi wieder zurück nach Duisburg reisen könnte. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee dafür. Und so endet die Geschichte von Fritzi und Bobby.